Wir sind die Klasse 8 der Angel Akademie und haben unsere Erlebnispädagogikwoche auf dem Feldberg. Wir sind am Anfang des Schuljahres immer für ein paar Tage unterwegs, weil die 8. Klasse neu an die Schule kommt und sich so ein bisschen kennenlernen soll in einer ganz entspannten Atmosphäre mit viel Spaß, und sind jetzt heute den zweiten Tag hier und haben gerade Erlebnispädagogik-Training, das vor allem die Teamfähigkeit der Schüler fördern soll und dieses Kennenlernen und jetzt auch gegenseitiges Vertrauen noch verstärken soll. Von den Programminhalten haben wir heute eine Mischung, zum einen aus Teamprojekten, wo es darum geht, miteinander zu kommunizieren, gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden, auch zuzuhören, die Möglichkeit anderen zu geben, Ideen einzubringen und selbst auch die Chance zu ergreifen, einmal eine Idee vielleicht selbst einzubringen, für diejenigen, die nicht so stark darin sind, sich zu präsentieren. Weiterhin sind Inhalte zum Thema Vertrauen. Selbstvertrauen, vielleicht sogar ein bisschen Richtung Selbstwirksamkeit, aber auch das gegenseitige Vertrauen natürlich in der Klasse zu stärken und damit natürlich den Klassenzusammenhalt. Vom Teamtraining an sich ist der Zweck, dass die Schüler zusammenfinden und sich nochmal in einer ganz anderen Situation erleben und rausfinden, was kann ich eigentlich, was kann ich auch beisteuern für die Gruppe, inwiefern kann ich mich einbringen oder wo habe ich mich vielleicht auch nicht eingebracht, wo hätte ich mich einbringen können, und sich da zusammenzuraufen und gemeinsam dann auch was zu erreichen oder eben auch mal an der Aufgabe zu scheitern und dann zu erkennen, okay, wir sind gescheitert und warum ist es nicht gut gelaufen, was machen wir das nächste Mal besser. Für mich ist immer spannend zu sehen, wie die Schüler hier in so einem Setting sind, weil ich dann erkenne, was sind die Stärken von den Schülern, was können die, und ich kann oft im Unterricht dann darauf zurückgreifen und kann während des Jahres sagen, ah, wisst ihr noch, beim Teamtraining war doch das und das wichtig, und wenn wir jetzt die Gruppenarbeit machen, dann erinnert euch mal dran, was damals gut geklappt hat, und schaut mal, dass ihr das jetzt hier zum Beispiel im Biologieunterricht genauso gut hinbekommt. Ich fand es schön, dass wir als Klasse auch viel gemacht haben und nicht in einzelnen Gruppen die ganze Zeit, weil wir sind ja ziemlich frisch auch in der Klasse und kennen uns noch nicht so lange, und so konnte man auch wieder unter der Klasse sich nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Mir hat das mit der Leiter gefallen, das Leitertraining, da wo einer dann in die anderen Arme reinfallen musste, und da brauchten wir auch schon sehr viel Vertrauen, damit man da auch aufgefangen wird. Ich fand auch das Leitertraining am besten, da wir dann gelernt haben, Vertrauen in unsere Klasse zu haben. Mir hat am besten gefallen, dass wir als Team zusammengearbeitet haben und dass eigentlich relativ alles super funktioniert hat. Mir hat das Essen und das Feuer gefallen. Also ich fand besonders toll, dass wir viel als Team gemacht haben, und wir haben auch die Klasse besser kennengelernt und wir haben viele Aktivitäten gemacht, wo wir alle zusammengearbeitet haben, und das hat uns auch ein bisschen zusammengeschweißt. Ich fand es richtig gut, dass wir als Team gearbeitet haben, und wir konnten halt so alle auch besser kennenlernen.